schwuppdiwupps laufen wir weiter über die Messe und wen treffen wir schon wieder? Maxi Dickerhoff von Goos hat sich eben schon vorgestellt bei uns und er will uns hier nochmal was zu EMTB zeigen und zwar ein paar heiße Fahrräder und wie wir schon aus der Presse gelesen haben, Goos hat das beste Rad der Welt. Maxi, erklär uns nochmal ganz kurz, wie es dazu gekommen ist und um welches Rad sich das eigentlich handelt, damit alle auch wissen, dass wir hier das beste Rad der Welt haben. Ja, moin liebe EMTB News User, wie Maxi schon gesagt hat, wir sind hier am Goos-Stand und hinter uns steht es, das Hybrid Slammer X, das eben, wie Maxi angesprochen hat, tatsächlich von diversen Magazinen als bestes E-Mountainbike auf dem Markt, da beziehen sie sich natürlich auf den Trail-Segment, gekürt wurde. Und ja, der Rico Hase hat ja über EMTB News schon auch sehr intensiv über das Rad berichtet. Trotzdem möchte ich einfach noch mal kurz erwähnen, das Hybrid Slammer X basiert auf dem Mix von einem 29 Zoll Vorderrad gepaart mit einem 650B Plus Hinterrad, um da zum einen wirklich bestmögliche Traktion am Hinterrad zu ermöglichen, eben die geballte Kraft des Motors auch auf den Boden zu bringen. Man kennt das Konzept aus dem Motorsport, gerade allen voran Motocross und Enduro. Was richtig schön ist, dass die Gabel absenkbar ist. Das ist uns beim E-Bike besonders wichtig, weil durch den Motor hast du einfach die Möglichkeit, extrem steiles Gelände zu fahren. Und durch dieses Absenken der Gabel hast du so eine Erweiterung deines Uphill-Bereichs, dass das ein ganz wichtiges Feature ist. Da, wenn du die Gabel absenkst, natürlich auch die Tretlagerhöhe abgesenkt wird, war es uns wichtig, im Gelände nicht das Risiko zu laufen, dass du irgendwo Pedal-Clipping hast, also mit den Pedalen oder den Kurbelarmen aufsetzt. Dementsprechend kommen hier bei uns extra kurze Kurbeln zum Einsatz in einer Länge von 155 mm, was tatsächlich extrem kurz ist. Wir haben aber neben dem Hybrid Slammer X, X steht ja bei uns immer für mehr Federweg, mehr ja, extrem eben, haben wir noch das Hybrid Slammer, ein deutlich gelasseneres, tourenorientierteres Bike, 140 mm vorne und hinten, etwas längere Kurbeln für die Leute, die eher Strecke machen. So Max, jetzt stehen wir hier von der zweiten Bude, die du uns mal zeigen willst. Sieht total schön aus, das Rad. Erklär mal ganz kurz, worum es hier geht und natürlich auch, warum die Räder alle matt sind. Ja, also warum die matt sind, du hast es angesprochen. Der Grund ist, dass die Batterien bei Shimano immer matt sind und da wir bekanntermaßen die Akkus nicht voll ins Unterrohr integrieren, aus Steifigkeits- und Gewichtsgründen, war es uns wichtig, dass der Akku sich aber trotzdem optisch schön ins Gesamtbild einpflegt. Und aus dem Grund ist das Rad eben so wie der Akku immer matt gehalten. Ja, dann erklär uns noch mal ganz kurz, es ist ein abgestuftes Modell, bisschen weniger Federweg, aber steckt das gleiche Konzept dahinter? Genau, das Konzept ist identisch bei all unseren neuen Performance E-Mountainbike Fullies. Auch hier bei dem neuen Aluminiummodell, wir haben immer 29 Zoll Vorderrad, immer einen B-Plus Hinterrad, eine sehr moderne Geometrie, aber jetzt eben ganz konkret hier das Hybrid Slammer ohne X mit etwas weniger Federweg, 140 Front und Heck, hat eben etwas längere Kurbelarme, um da deutlich mehr den Tourencharakter zu unterstreichen. Ja, das hört sich doch alles super spannend an. Jetzt natürlich, mich interessiert natürlich als alter E-Bike-Hase, ich sehe bei euch Shimano-Motoren, setzt ihr ausschließlich aus Shimano-Motoren oder habt ihr im E-Mountainbike-Bereich auch Bosch-Motoren am Start oder habt ihr vielleicht eine Alternative zum anderen Motor? Nein, wir haben in all unseren Performance-Bikes immer nur den Shimano Steps 8000 verbaut, nur im Einstiegsbereich, wo es dann schon fast mehr in Richtung Alltags-Mountainbike geht, da setzen wir auch auf Bosch. Aber bei uns steht Gewicht an allererster Stelle. Auch ein E-Mountainbike muss leicht sein. Und da geht eigentlich derzeit kein Weg am Shimano-Motor vorbei. Ja, Maxi, man merkt total, dass hier hinter den ganzen Fahrrädern Leute stecken, die halt selber fahren, gute innovative Gedanken haben und das natürlich auch aufs Fahrrad umsetzen, damit ihr als Käufer natürlich viel Spaß habt und das beste Rad der Welt kaufen könnt. Also, guckt euch alles an draußen in dem Magazin. EMTB News ist natürlich immer ein Riesen, kann man immer ganz viele Informationen nachlesen. Super gemacht. Ja, vielen Dank, Maxi, dass wir hier sein durften. Dir, mir hat es super gefallen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Eine schöne Eurobike. Ja, vielen Dank und tschüss.